Doch jetzt waren wir frei. Auf einmal wehten überall im Lager Fahnen. Die Fahnen aller 26 Länder, aus denen die Menschen hier zusammengetrieben worden waren. Niemand, der satt ist, niemand, der schlafen darf, niemand, der weiß, wenn ich Hunger habe, werde ich essen und wenn ich müde bin, werde ich schlafen, kann ermessen, wie jahrelanger Hunger und jahrelange Überanstrengung den Menschen erniedrigt. Ihm der Blechnapf und das in Ruhe gelassen werden mehr bedeutet als alles andere. Und wie hatten wir gehungert, all die Jahre hindurch? Morgens ein Stück Brot und gelegentlich ein paar Gramm Marmelade zum dünnen Kaffeeersatz. Runtergeschlungen zwischen Waschen, Anziehen, Bettenbau und Spind aufräumen. Und wer das alles in einer halben Stunde nicht schaffte, wurde geprügelt oder bekam 3 Tage kein Mittagessen. Mittagessen, welch anspruchsvolles Wort für eine napfdünne Suppe. Wenn man 12 bis 14 Stunden schwer arbeiten muss, im Steinbruch, im Straßenbau, beim Waldroden oder im Rüstungsbetrieb. Wenn der Hunger einem die Gedärme zusammenkrampft und die Hände zittern,